Jo Leute, hier ist wieder Rank Abatium Productions und jetzt mit unserem neuen Update. Jo, und bevor wir jetzt anfangen, das ist doch eine spezielle Art eines Updates, und zwar wollen wir das jetzt in Zukunft immer so machen, wenn wir uns nicht treffen können, wie das auch zum Beispiel letzte Woche war, wo wir ja auch kein Video hochgeladen haben, weil wir uns halt nicht treffen können. Da haben wir aber dann gar kein Video gemacht und das fanden wir irgendwie doof und dann haben wir uns jetzt mal was ausgedacht. Und zwar mache ich ein Update-Video, wozu wir gleich kommen, und mein Kumpel auch eins, und dann schneiden wir das zusammen und dann können wir das auch als Update hochladen. Ja, und ich erkläre euch jetzt, beziehungsweise ich zeige euch jetzt die 3 neuen Star Wars Sets, die wir bekommen haben. Leider nur die 3, die anderen waren noch nicht verfügbar, aber es sind sehr coole Sets, also ich habe die jetzt noch nicht ausgepackt, werde ich gleich machen. Auf jeden Fall wirklich richtig coole Sets. Erstaunlich viel Mühe sich Lego auch beim Captain Rex gegeben hat. Das ist wirklich mal eine gute Figur. Also die gefällt mir wirklich sehr gut. Und ja, hoffentlich können wir uns jetzt im Laufe der nächsten Woche treffen. Sonst müsste ich die Reviews alleine machen. Das wäre natürlich schade, aber die sollen natürlich auch so schnell wie möglich kommen, damit ihr auch gut über die Sets informiert seid. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich gebe jetzt rüber und ich hoffe, euch gefällt diese neuartige Art unserer Updates jetzt mal, falls wir uns nicht mal treffen können an den Wochenenden. Auf jeden Fall kommt dann jetzt auch immer ein Video, wenn wir uns mal nicht treffen können. Ja, dann gebe ich mal rüber und du kannst ja dann mal zeigen, wie das Mock bis jetzt aussieht. Von meiner Seite. Ja, hallo Leute, hier ist wieder Rank Overture Productions und jetzt mit dem zweiten Teil des Updates. In meinem Teil geht es nicht um viele Sachen, sondern eigentlich nur um 2. Und das ist einmal die Base. Wir haben noch nicht viel weitergebaut. Ich glaube, diese Rundung war letztes Mal noch nicht da. Aber hier, das gefällt uns noch nicht, was dahinter noch so grau ist. Vielleicht kann man das sehen. Das müssen wir noch wegmachen. Das ist so, das wollten wir mal versuchen. Dann zum 1-Jahres-Special wollten wir auch noch was machen. Und zwar Minecraft, also eine Runde Survival Games. Schreibt mir, ich weiß noch nicht, ob das klappt, mein Mikro, weil ich habe ein bisschen Probleme damit momentan noch. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt, ja? Ich bedanke mich von meiner Seite.